Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute wieder für euch in Dragonfly unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu bin ich diesmal auf einem französischen Server, den ich ehrlich gesagt nicht wirklich aussprechen kann, aber irgendwas mit Thorium heißt der auf jeden Fall. Und da habe ich ein nettes Item gefunden. Einmal blutrünstiger Pelzumhang und das ist ein removedes Item. Das ist auch eins von diesen Cataclysm Crafting Gedönse. Das werden wir uns jetzt hier einmal kaufen für 50k, was ja eher ein Schnapper ist, würde ich sagen. Ich kann euch auch gleich mal zeigen, warum. Und zwar ist das eins von den Items, die man in Cataclysm herstellen konnte, die seit wahrscheinlich Cataclysm an sich, ne, mit den verschiedenen Seasons dann rausgeflogen sind. Und aktuell gibt es halt nur noch ganz, ganz wenige von den Teilen. Und die letzten, die ich so kaufen konnte, waren, glaube ich, 200k aufwärts. Sind jetzt noch eine Handvoll auf den EU-Servern, also zumindest die, die mir fehlen. Und ja, für 50k, da kannst du echt nichts sagen. Ich ziehe euch mal hier WoW Thing rein. Da habe ich das Item auch gerade gesehen. Das nächstgünstigere ist hier nur eins für 200k. Und dann gehen die Dinger hier, wie ihr seht, schon Richtung Millionen oder aufwärts. Ne? Also da sind die Sachen gecapped und hier wird immer das günstigste EU-weit angezeigt. Also ja, mit 50k war ich schon relativ gut dabei. So, dann würde ich sagen, lernen wir das einmal. Super. Und dann können wir auch gleich mal gucken, ob das eins von denen ist, das auch in meiner Liste drin ist. Zuvor tragen wir es aber hier noch ein. Also wir haben jetzt 50k gezahlt. Und jetzt schauen wir mal kurz. Ah, das habe ich sogar hier in der Liste drin. Okay, gut, dann können wir das hier auch einmal rausschmeißen. Und dann haben wir sie wieder einen Ticken kürzer, die Liste. So, als nächstes sind wir auf Norgannon unterwegs. Und zwar habe ich da extra einen Druid mir mal erstellt. Es hat sich ausgezahlt, denn ich habe ein Item gewonnen hier im Black Market. Und zwar die T3-Schultern vom Schurken. Das ist jetzt das letzte Schurkenteil, was ich brauchte. Und es war auf einem anderen Server heute auch drin. Da war es quasi schon am Nachmittag, wo ich reingeguckt habe, auf 400k. Und da dachte ich mir, jetzt logge ich erstmal alle anderen Server noch durch. Und tatsächlich hier haben wir es günstiger jetzt geschossen als die 400k. Hatte ich nämlich schon überlegt, ob ich draufbieten soll, ne? Und ja, jetzt haben wir es hier quasi für 170.000 bekommen. Nehmen wir es einmal raus. Und ja, dann haben wir auch das Schurken-Set damit voll. Und nur noch, fünf Items, die ich jetzt benötige. Vier Stoffteile und ein Plattenschar. Heißt, ich muss jetzt eigentlich nicht mehr jeden Tag auf dem Server hier einloggen, weil hier habe ich nur den Druid und mit dem kann ich ja die anderen Sachen zumindest aktuell nicht lernen. Ich hoffe aber auch nicht, dass ich bis bis War Within Pre-Patch brauche. Dementsprechend, ja, hoffen wir, dass wir das vorher fertig kriegen. Gut, dann tragen wir das nur einmal ein in meine Liste, hätte ich gesagt. Wo haben wir sie denn? Da ist meine Liste. Und dann haben wir jetzt hier 170.000. Ah, seht ihr, Schrall war der andere Server, wo die Schultern drin waren heute. Aber ja, da haben wir zum Glück uns für das günstigere entschieden. Ich hatte auch schon die Situation, wo auf zwei Server dasselbe drauf drin waren. Dann hatte ich beim teuren schon geboten gehabt und hab dann beide gewonnen. Ja, das war dann ein bisschen ärgerlich. Aber naja, gut, dann gucken wir weiter. So, als nächstes bin ich auf Alexstrasza unterwegs und da habe ich das Knappenhemd gefunden. Das kaufen wir jetzt ganz, ganz schnell raus, denn das ist der Schnapper des Jahrtausends, das Hemd. Und das haben wir jetzt eben für 33k gekauft. Ich war auch gerade meine Charts am Durchlocken, guck so nebenbei, ne, auf meiner Seite, wo ich immer am Nachschauen bin. Ich kann es euch auch mal zeigen. Und dann sehe ich das, hier WoW Sing. Da haben wir es, 33k. Und wenn wir jetzt gucken, sonst ist das Ding halt immer etwa für eine Million drin. Das ist halt ein removedes Hemd seit 10 Jahren oder mehr aus dem Spiel rausgeflogen. Glaube ich seit Cataclysm oder so. Und dass das jetzt hier für 33k drin war, mega, mega Schnapper. Ich habe eigentlich mich schon darauf eingestellt, dass ich eine Million dafür zahlen muss. Und jetzt haben wir das schicke Ding hier. Ja, es lohnt sich immer mal wieder hier dazu quasi zu resetten. So, bin noch nicht ganz fit, bin gerade erst aufgestanden, so am Wochenende mal ausgeschlafen, dachte mir, komm, ich logge meine Charts fürs Black Market durch und dann sehe ich das Ding. Aber das nehmen wir natürlich mit. Gut, dann tragen wir das einmal ein in meine Liste. So, wo haben wir es denn hier? Und dann 33.000. Das müsste auch hier bei den removed Items dabei sein. Genau, da haben wir es. Da muss ich jetzt gucken, welche ID es ist, weil es gibt zwei verschiedene IDs. Und welche ID habe ich jetzt geholt?
Das ist 23, 47, 6. Das ist quasi die hintere. Dann können wir hier eine 1 eintragen. Naja, teilweise hat Blizzard die Sachen gleich genannt und hat einfach verschiedene IDs reingepackt. Aber gut, eine haben wir jetzt schon mal und ja, dann gucken wir mal weiter. Vielleicht finden wir die Tage nochmal so einen Schnapper. Als nächstes habe ich hier auf Thrall noch ein Item gefunden. Und zwar haben wir aus dem Gewölbe der Inkarnation einmal eine Lederbrust. Kostet hier 100k. Die kaufen wir einmal raus. Und dann brauche ich sie, glaube ich, gar nicht in den Katalysator packen, weil ich im Gewölbe tatsächlich schon, glaube ich, Normal und das HC-Set mit allen Klassen voll habe. Das konnte man ja damals über die verbotene Insel, glaube ich, hochbasteln. Habe schon mal nachgeguckt. Genau, Normal HC hatte ich, glaube ich, mit allen Klassen einmal durch. So, jetzt haben wir das hier schon auf Main getradet. Können wir es gleich mal einsetzen, das Ding. Und dann packen wir es auch noch in meine Liste. Jetzt gucken wir mal, wo haben wir sie? Da ist die Liste. Und ja, dann haben wir hier 100k. Ich habe noch ein bisschen Gold für ein Garni-Upgrade ausgegeben. Wobei, ich habe ja nochmal was gekauft. Das waren, glaube ich, dann nochmal 5, 7... ich habe nochmal 2... Ich glaube, das waren dann 17 waren es insgesamt. Ich habe 2 Garnisonen ausgebaut und noch ein bisschen Ressourcen kaufen müssen, weil ich ein paar Garnisonsinversionen spielen wollte. Gut, jetzt gucken wir aber, dass wir es hier austragen. Das ist jetzt da die HC-Version. Haben wir da nur 1. Gut, jetzt brauche ich noch LFR und HC hier von einem Teil von dem Mantel, der gefrorenen Clown und sonst nur noch Mythic-Sachen. Aber Ross ist jetzt auch nur noch eine Mythic-Geschichte. Und ja, da muss ich irgendwann mal gucken, dass ich, wenn es was Günstiges gibt, noch ein paar Items hier aus dem aktuellen Raid in Angriff nehme. Gut, dann gucken wir erstmal weiter. Sudela, als nächstes sind wir auf Norganon und da habe ich ein Item, was ich schon länger im Blick habe und zwar haben wir hier blutiger Lederhelm und der kostet hier 253.000 Gold. Eigentlich kaufe ich immer nur so bis 200k die Sachen, aber jetzt sind nicht mehr sonderlich viele über und das ist noch eins von den günstigeren, das quasi noch am Start ist hier im Auktionshaus. Dann kaufen wir uns das mal raus und das kann ich auch gleich mit dem Druid hier auf Norganon lernen. So. Na, gut. Und dann können wir es auch noch austragen. Das ist nämlich auch eins von den Cutter-Crafted-Items, ne, die man seit wahrscheinlich Cutter nicht mehr kriegen kann. Also, nee, das ist die falsche Liste. Die brauchen wir, genau. So, also hier 253 waren das. Und ich habe das wahrscheinlich hier auch mit drin, oder? Ah ja, seht ihr? Das ist hier mit eingetragen. Schmeißen wir das raus. Und dann sind es hier nur noch 94 Teile. Wobei, ihr seht, wie viele Cutter-Crafted-Items das hier sind. So viele sind gar nicht im Auktionshaus mehr drin. Also da kann ich, ja, vielleicht noch einen Bruchteil von den Sachen kaufen. Ich kann es euch mal kurz rüberziehen. Also das ist jetzt hier auf allen EU-Reams. Und wenn ich jetzt umstelle auf Cutter, seht ihr, das sind 18 Items sind auf allen EU-Reams drin. Und die liegen halt, bei deutlich mehr, ne? Also einige sind für 750k drin. Das war jetzt das günstigste für 253. Und vielleicht gucke ich mal das auf Iron Peak noch an, aber ja, mal schauen. Also auf über 300k wollte ich eigentlich aktuell zumindest noch nicht gehen. Dann sind wir noch auf Raven's Crest. Und da habe ich auch ein Item, was ich schon länger im Auge habe. Und zwar Hammel des letzten Jahres. Ich habe ja schon den Hammel des letzten Monats vor ein paar Episoden quasi gekauft. Diesmal ist es der andere des letzten Jahres. Und der ist eigentlich jetzt über mehrere Monate so konstant bei 350k drin. Jetzt ist er das erste Mal bei 300k drin und jetzt, ja, bis 300k kaufe ich aktuell die Sachen. Deswegen nehmen wir das Ding mit. Und dann muss ich mal gucken, ob wir das direkt mit dem Char lernen können oder ob ich es einmal rüber swappen muss. Nee, das ist Stufe 21, heißt, das traden wir hier auf dem Main rüber. Und dann können wir das Ding auch gleich lernen, sobald wir es haben. Also, setzen wir es mal ein. Und ja, dann können wir es auch noch austragen aus meiner Liste. Da haben wir es. Also, erstmal packen wir es rein. 300.000 Gold war das jetzt. Und hier müssten wir es irgendwo relativ weit oben haben. Genau, da haben wir es. Hammel des letzten Jahres. Den können wir jetzt auch einmal rausschmeißen. Da wird die Liste schon ein bisschen kürzer.
Als nächstes bin ich dann auf Alexstrasza unterwegs und da habe ich noch was Schönes gefunden. Blutrünstige Würmbalg-Brustplatte. Ist ein Leder-Item, ebenfalls wieder removed und ist hier für knappe 100k drin. 99.000 so rum. Und das kaufen wir einmal raus. Komischerweise hatte ich auf dem Char hier sogar noch Gold rumliegen. Normalerweise habe ich auf diesen Level 10er Kaufchars kein Gold, weil ich die dann auch immer wieder lösche. Das ist eigentlich ganz gut, dass ich jetzt da noch 300k gefunden habe. Komm, die traden wir gleich mal auf den Main rüber, dass die da nicht liegen bleiben. Weil wenn ich am Char-Cap bin, lösche ich die Chars ganz gerne nochmal. Ich gucke zwar genau wegen solchen Sachen immer nochmal vorher rein, aber ja, gut. So, also die haben wir einmal rüber getradet, dann können wir die auch mal lernen. Also 100k ist für so ein Cutter-Crafted-Item echt gut, weil die gibt es ja leider nicht mehr. Und ich kann euch auch mal zeigen, also hier ist wieder mein WoW-Thing-Gedönse und da habe ich sie gesehen für quasi 99k. Sonst sind die günstigsten hier bei 300k und dann geht es hier eigentlich schon bei, ja, Richtung der Million weiter, ne? Also diese Dinger sind immer relativ teuer. Gut, also das war ein Schnapper. Und dann können wir die einmal hier eintragen. Ich habe noch ein bisschen Gold für Bonus-Rolls ausgegeben. Das müssten jetzt bald die letzten Bonus-Rolls sein. Ich kann euch auch gleich zeigen, warum. Oh, wir sind auch über eine Million jetzt. 1.049.000. Und zwar sieht es jetzt... Ach, die habe ich gar nicht... Die habe ich komplett nicht drin. Interesting. Die hätte ich hier gar nicht auf dem Schirm. Naja, gut. Naja, gut. Und zwar war ich ein bisschen unterwegs jetzt heute nochmal in BFA und habe da jetzt Nyalota noch fertig gemacht und Crucible of the Storm auch. Heißt, ja, aktuell habe ich jetzt nur noch einen World Boss und hier in Ulduar ein paar Items, aber da muss ich mal gucken, wie ich es mit Gahun mache. Einmal ein bisschen schwierig. Zumindest aktueller Stand, das Video wird wahrscheinlich erst in 2 Wochen rauskommen, vielleicht habe ich bis dahin auch schon ein bisschen was noch in Ulduar, aber viele Sachen sind es nicht mehr, wo ich jetzt einen Bonus-Roll draufhauen kann. Und in den alten Expansionen habe ich auch nichts mehr, wo ich rollen kann. Das Einzige, was jetzt ist, sind Shadowlands und Dragonflight. Und da gibt es ja leider keine Bonus-Rolls. Dementsprechend werden das wahrscheinlich jetzt so die letzten paar Bonus-Rolls gewesen sein, die ich kaufen muss. Juti, dann sind wir auch durch mit dem Video. Endstand waren jetzt ein bisschen über 1 Million Gold. 1.049.000 Gold. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gerne beim nächsten Waze-Video wieder. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.